jetzt die Montage nochmal. Cycloc U-Pose. Und die Würmer im Haar, wie man hier sieht. Das ist hier das Haar. Und ich habe die Würmer mit Hilfe einer Ködernadel aufgezogen. Und so hängen sie schön frei. Also hängt der Haken frei. Und im Wasser sieht das dann ganz gut aus. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie das im Wasser aussieht. Auf jeden Fall hier die U-Pose. Relativ klein, braucht man aber auch nicht mehr bei Tauwürmern. Und das ist schon ganz in Ordnung. So. Schwebt das immer so hier drüber und wenn der Waller dann beißt, kann sich der Haken frei reindrehen. Kann man das jetzt sehr schön sehen, wenn man das bewegt, wie sich das Bündel dann entfaltet, der Haken freisetzt. Ein bisschen weiter raus wieder.